Ich mache sowas, was man Parcours nennt, ehrlich gesagt, seitdem ich denken kann. Eine meiner frühesten Erinnerungen, ich bin in Almaty in Kasachstan geboren und aufgewachsen. Und da sind wir über Garagen, Heizungsgurke geklettert, gegangen, auf Bäume. Am liebsten natürlich da, wo man nicht kaufen durfte und sollte. Die ganze Welt wird zu einem Spielplatz und man schärft auch das Auge dazu. Wir leben jetzt nun mal nicht im Dschungel, sondern in einer relativ eckigen Welt. Und ich finde es schön, sich trotzdem da schön bewegen zu können, sich auszudrücken, sich irgendwie doch mit der Welt anzufreuen, eher Möglichkeiten als Hindernisse zu sehen. Manche sehen eine Mauer als Begrenzung, mir geht das Herz auf. Für mich ist das kein Hindernis. Zusammen mit dem Eimsbütteler Turnverein versucht Sergej, das mittlerweile schon Kindern mit Parcours beizubringen. Die Arbeit mit den 8- bis 12-Jährigen ist für Sergej eine Win-Win-Situation. Ja, ich arbeite seit über einem Jahrzehnt mit Kindern und für mich ist es einfach der unmittelbare Austausch mit Menschen, die sehr schönes Verständnis haben, wenn man ihnen das Vertrauen, wenn man sie ernst nimmt. Wenn man schön Zugang zu den Menschen findet, ist der Austausch, finde ich, allermeistens belohnt. Mehrmals die Woche bieten Sergej und andere Trainer Kurse für alle Altersklassen an. Die Gruppen treffen sich dann an den verschiedensten Orten in Hamburg. Im Winter wird in der Halle trainiert. Trotz der offensichtlichen Sturzgefahr kommt es selten zu größeren Verletzungen. Der Hauptgrund dafür ist das Training bei Sergej und Co. Wir werden darauf sozusagen vorbereitet, dass wir das abrollen und so. Und wir üben den Sprung auch davor sehr genau. Und vor allem eher auf Rasen davor und dann, wenn wir es besser können, halt auf Stein. Zum Beispiel, wenn wir irgendwie mal hinfallen, lernen wir das, dass wir uns gut abrollen können. Zum Beispiel, wenn wir irgendwo runterspringen, lernen wir auch, wie wir gut landen. Und deswegen, dass wir dann nicht irgendwie umknicken oder so etwas. Ich bin hier. Genau so, nice. Und damit, wenn du das ein bisschen übst, dann kannst du dich anders. Probier mal den Küster auch noch hin, jetzt einmal noch aus dem Stand, wenn du magst. Ich zeige ihn dir nur. Kannst du dir nochmal anschauen? Und da vielleicht? Meine Beine sind zu langsam. Für Sergej geht das Training weit über die sportlichen Aspekte hinaus. Ihm geht es um Selbstbewusstsein, Teamwork und dass die Kinder lernen, Gefahren genau einzuschätzen. Um das zu unterstützen, lässt er seine Schüler die Routen und damit den Schwierigkeitsgrad selbst abstecken. So bekommen sie einen ganz eigenen Blick auf ihre Umgebung. Für mich ist es die Interaktion mit der Umwelt und zwar mit allen Aspekten. Wie gesagt, dass ich drin baden kann mit den Menschen, mit denen ich das teile, mit der Umwelt, in der ich mich bewege, dass ich die Umwelt anders wahrnehme, dass ich mich ausdrücken kann, Raum habe, den ich nutze, dass ich auch das Gefühl habe, diesen Raum nutzen zu dürfen, zu beanspruchen. Und ich habe sehr positive Erfahrungen mit der Reaktion der Leute gemacht. Die meisten sind sehr wertschätzend, die verstehen, was man da macht. Man hat eine gewisse Praxis und oft sind es schöne Reaktionen. Man nimmt keinem was weg, man ist beschäftigt. Das tut mir gut. Die Beschäftigung ist das Hauptziel von Sergej. Die Kinder sollen raus, Spaß haben und sich bewegen. Mit Parcours ist das spielend einfach. Das sind Flügel, guck mal.